Eine Lok mit angehängtem Zug hatte vom ständigen Regen genug. Als sie in einen Tunnel fuhr, gab sie sich plötzlich äußerst stur. Hier drin zu warten wäre klug. Der Name der Lokomotive ist Henry. Sein Lokomotivführer und sein Heizer schimpften mit ihm, aber er gab nicht nach. Der Regen zerstört meine wunderschöne grüne Bemalung mit den roten Streifen, sagte er. Der Schaffner pfiff auf seiner Pfeife, bis ihm der Atem ausging, und winkte mit seiner Fahne, bis ihm die Arme wehtaten. Aber Henry blieb in seinem Tunnel und blies ihm Rauch ins Gesicht. Ich lass mir von euch nicht meine schöne grüne Bemalung mit den roten Streifen kaputt machen. Und das ist Sir Topham Hatt, der Mann, dem alle Lokomotiven von Soda unterstellt waren. Man nennt ihn den dicken Kontrolleur. Wir ziehen dich da raus, sagte der dicke Kontrolleur. Aber Henry blies auch ihn voller Rauch. Alle zogen außer dem dicken Kontrolleur, denn, so sagte der, mein Arzt hat mir das Ziehen verboten. Trotzdem blieb Henry in dem Tunnel. Dann versuchte man, ihn am anderen Ende hinauszuschieben. Der dicke Kontrolleur sagte, eins, zwei, drei, schieben! Aber geholfen hat er nicht. Mein Arzt hat mir das Schieben verboten, sagte er. Sie schoben und schoben und schoben, aber Henry blieb in seinem Tunnel. Schließlich kam Thomas daher. Der Schaffner winkte mit seiner roten Fahne und brachte ihn zum Halten. Alle schimpften mit Henry. Sieh doch, der Regen hat aufgehört, sagten sie. Ja, aber fängt bald wieder an, sagte Henry. Und was wird dann aus meiner grünen Bemalung mit den roten Streifen? Thomas schob und dampfte und schob, so gut er nur konnte. Aber Henry blieb in seinem Tunnel. Schließlich gab es sogar der dicke Kontrolleur auf. Wir nehmen dir deine Gleise weg, sagte er, und lassen dich für immer und ewig hier. Sie nahmen die alten Gleise weg und bauten eine Mauer vor ihm auf, sodass Henry nie wieder aus dem Tunnel fahren konnte. Jetzt konnte er nur noch zusehen, wie die Züge durch den anderen Tunnel brausten. Er war sehr traurig, denn jetzt könnte wahrscheinlich niemand seine wunderschöne grüne Bemalung mit den roten Streifen sehen. Im Lauf der Zeit fuhren Edward und Gordon sehr oft an ihm vorbei. Edward sagte dann, piep, piep, hallo. Und Gordon sagte, bup, 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 geschieht dir recht. Der arme Henry hatte keinen Dampf für die Antwort. Sein Feuer war ausgegangen. Der Ruß und der Schmutz im Tunnel hatten seine wunderschöne grüne Bemalung mit den roten Streifen sowieso zerstört. Jetzt musste er sich fragen, ob er je wieder Züge ziehen dürfte. Aber ich finde, er hat seine Strafe verdient. Ihr nicht?